So, Servus und willkommen zurück. Wir gehen mal schnell zu Omi und zeigen jetzt der mal dieses Pokémon. Wir müssen aber erstmal herausfinden, wo Omi lebt nochmal. Weil ich nicht wissen, wo Omi sein. Das, wieso ist das schon wieder so unordentlich? So. Geschmack von. Nee, das wollen wir nicht. Das ohne. Such nach. Das hier. Omi wohnt dort im zweiten Haus. Im zweiten Türchen. Da ist Omi. Ich habe dieses besorgte Pokémon, Omi. Möchtest du Pokémon wirklich überreichen? Ja. Meine Güte, ist das nicht ein Elite-Pokémon? Bin ich erschrocken. Ja, das sind drei prächtige Blätter. Gute Arbeit. Na, mein kleiner Sonnenschein, können wir etwas von deinen drei Blättern abbekommen? Wow, das war überraschend leise. Ach nee, das war also. Ah, hallo, wie konntest du mit der Suche nach den Zutaten voran? Wie ein Pokémon? Tja, jetzt weißt du wohl Bescheid. Ganz genau, die Zutaten für die Medizin erhalten wir von diesem Pokémon hier. Was? Wir nutzen etwa von einem Pokémon als Zutaten? Pokémon machen mir doch zu viel Angst. Ich werde nie wieder Medizin herstellen können. Alter, chill mal die Nuggets. Shirin, du solltest etwas offener sein. Unwissenheit ist eine Sache, sich aber willentlich gegen neues Wissen zu wehren, zeugt von Ignoranz. Stimmt! Oder was glaubst du, weshalb die Galaxis Expedition den Forschungstrupp gegründet hat und nun Pokémon erforscht? Ja, das mag etwas dran sein, aber das kann gerade alles so unerwartet für mich. Aber ich kann auch sehen, dass du draußen in der Wildnis immer deine Bestes gibst. Ihr habt recht, ich darf mich neuem nicht verschließen und muss mich meiner Angst stellen. Ja, solltest du machen. Und mein erster Schritt wird es sein, mich mit diesem Pokémon hier vertraut zu machen. Minip! Sehr nice. So. Moment. Ja, rein. Nebenmission. Blüht es oder ist es nicht? Haben wir geistliche. Das müssen wir auch noch nehmen. Vermisste Suche im Sumpfland. So. Hallöchen! Mina ist unversehrt zurückgekehrt. Hat sie das echt geschafft? Bei dir war ich wirklich an der richtigen Adresse. Du wirst deinem Ruf mehr als gerecht. Mina ist noch neu im Sicherheitstrupp. Zudem mangelt es ihr etwas an der Besonnenheit. Daher mache ich mir natürlich schnell Sorgen. Es wird mich freuen, wenn du auch in Zukunft ein Auge auf sie halten könntest. Ja, klar. Mein drittes oben. Ayafumi, lass mal gut sein. Das ist echt peinlich. Außerdem ist es ja nicht so, als würde im Jahr das ständig passieren. Als ob, sobald man dich aus den Augen verliert, muss man dich suchen gehen. Das war schon immer so und wird so bleiben. Ich muss meinen Controller laden. Blablabla. Vielleicht viel wichtiger ist doch, dass du Jinx mich
dass du Jinx mich gefunden hast. Vielen Dank nochmal dafür, dass du Jinx mich gefunden hast. Ach so, alles klar. Moment, ich will meine Drohne anstecken. Der hält echt lange durch. So. Irgendwo ist hier noch einer, mit dem wir reden können. Gibt's wieder eine neue Mission? Ich fass es nicht. Evelys Entwicklungen. Florian vom Bautrupp hat einen Auftrag für uns. Es geht um die Entwicklung von seines Evelys. Hör dir an, was er zu sagen hat und erforsche, was du für ihn tun kannst. Es gibt keine Mission. Alles klar. Vielleicht sollten wir erstmal die Mission aktivieren. Das war hier irgendwas mit dem Honigklub hier, ne? Echt jetzt, das da draußen? Oh. Ich dachte, es war hier unten gewesen. Ich werde auch bald mal also den Pokédex vollständigen, soweit wie ich kann. Und dann werde ich noch. Dann werde ich noch. Alter, ein L-Bom-Bom. Bom-Bom. Ich habe gerade Bucky geguckt. Bom-Bom. So, Moment. Das war's schon. Wow, da können wir ja einen von denen holen. Für Tentoxa weißt. Einsetzen. Tentoxa, Zaggy. Einsetzen. Zaggy. Einsetzen. Zaggy. Tentoxa ist im Level aufgestiegen. Sehr nice. 42 haben wir jetzt. 42, 48, 59 und 61. Könnten dann nochmal ein bisschen was zurückbringen, sozusagen. Und eventuell was produzieren, aber dafür haben wir nichts. Alles klar. So, da gehen wir erstmal hier das mit dem Honig klären, hoffe ich. Ja, moinzen. Wie einfach ist dieses Elite-Parasek hier drinnen rumsteht, ne? Das ist einfach so. What the heck? Hallo, hast du kurz Zeit? Es ist nämlich so, Teil meiner Arbeit ist es, Honig von Wadribi zu sammeln. Dabei ist mir neulich aufgefallen, dass der Honig je nach Kolonie etwas anders zu schmecken sein. Um das näher zu untersuchen, müsste ich den Honig von Wadribi aus verschiedenen Gebieten zusammentragen. Aber allein ist das schwierig. Bitte hilf mir dabei, ich bräuchte dafür Wadribi aus drei verschiedenen Gegenden. Bitte bring mir zunächst ein Wadribi aus dem Strapazenhain. Hast du ein Wadribi aus dem Strapazenhain? Du hast kein Pokémon dieses... Ich glaube, ich echt nicht. Wo ist denn der Strapazenhain, oder? Ich gehe mal davon aus, dass das direkt... im Anfangsgebiet ist, wa? Also im Obsidian-Grasland. Müsste ich aber eins haben.
Warte mal, was ist denn das mit Evoli? Evolis Entwicklung. Oh je, Mine, wo ist es bloß hin? Das Evoli, was das Evoli, für das ich Jubelmuffins gebacken habe, damit wir uns besser verstehen, ist weg. Ich wollte nur wegen seiner Entwicklung im Rat fragen, aber ohne Evoli wäre das ziemlich sinnlos. Bitte hilf mir, es zu finden. Ich habe so eine leise Ahnung, wo es sein könnte. Die Leute im Hauptsitz haben sich recht oft über Evolis unterhalten. Finde das verschwundene Evoli. Im Hauptsitz. Nach dir habe ich gesucht. Meine kleine Schwester Mina hat sich zum Koboldküstenland aufgemacht und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Ich habe bereits den Sicherheitstrupp gebeten, sie zu suchen, aber bisher waren sie unerfolgreich. Das macht mir schon gleich Sorgen. Würdest du Mina bitte für mich suchen gehen? Hier hast du ihr Lieblingstaschentuch. Ich will nie ihr Lieblingstaschentuch, Alter. Das ist bestimmt vollgerotzt, Junge. Vielleicht hilft es ihr. Ich kehre. Digga. Du könntest mir auch eine Socke geben oder sowas. Aber ein Taschentuch, Digga. Hallo, Schwester Joy. Ich suche hier irgendwie. Das heißt aber, sie heißt aber nicht Schwester Joy. Wieso heißt sie nicht Schwester Joy, Mann? So. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich machen soll hier. Finde das verschwundene Evo. Ich bitte dich darum, ein verschwundenes Evo zu finden. Dein Bestes, ja moin. Sie sagt er mir, ich soll zum Hauptsitz gehen. Bup, bup. Mein Herz ist leer. Kann ich den hier einfach eins zum einen geben? Ich habe so eine leise Ahnung, wo es sein könnte. Die Leute im Hauptsitz haben sich recht oft über Evoli unterhalten. Jetzt sagt ihr im Hauptsitz, also musst du ja irgendwo da drinnen rumgurken. Ich meine, ich habe ja noch nicht durchsucht, oder? Aber. Evoli, Evoli, ja, wo ist denn das Evoli, 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 ja, wo ist denn das Evoli? Weißt du was? Axanto ist der Beschützer des Perlclans. Also, was? Keine Ahnung. Moment, Moment. Ist das Wasser brennt, wenn du. Alles klar. Irgendjemand wäscht Wäsche. Alter. Das donnert gerade über uns übel.
Vor allem das Haus ist auch noch so hellhörig, Digga, das merkst du alles. Das geht, also wenn oben, ganz oben in der Wäsche wäscht, merkst du das unten an der Haustür. Hier waren wir schon. Vielleicht ist hier irgendwo ein Evoli drinne. Sind Evoli gesehen, Schwester Joy? Ist hier irgendwo ein Evoli? Evoli? Tara, Evoli? Ach, du bist gar nicht Evoli. Hier scheint es also auch nicht zu sein. Aber irgendwie gibt es schon eine Ähnlichkeit zwischen diesem Pokémon und meinem Evoli. Nein, nein, das ist absolut unmöglich. Das muss ein Irrtum sein, oder? Tara. Oh, du bist sicher mehr... Du siehst mir aber hungrig aus. Du vom Forschungstrupp, würdest du mir mal einen Jubelmuffin für das Kleine hier besorgen? Oh Gott. Wenn ich sehe, wie es den verputzt, verstehe ich vielleicht die Ähnlichkeit zu einem Evoli besser. Dass der keinen mit hat, Mensch. Das muss ich auch noch von dem backen. Und mir fehlen natürlich die Zutaten. So, jetzt wählen wir das. So. Ja, ja, alles klar. Ach doch. Wärst du so nett, diesem Pokémon einen Jubelmuffin zu geben? Nein. Tara. Dieses Pausbäckchen. Dieses Pausbäckchen. Sie sehen ganz genau aus wie bei einem Evoli. Aber Moment mal. Bist du etwa eine... wirklich, bist du etwa wirklich Evoli? Evoli, oh, wie ich dich vermisst habe. Bup, bup. Ja, ich stecke ja gleich links rein. Wie ist denn eigentlich? Uno Momente. So, es geht's weiter. Du hast dich also einfach von selbst entwickelt? Stimmt das, Professor? Stimmt, der Professor hatte erwähnt, dass Evoli sich auch ohne einen Stein entwickeln können. Ich hatte bereits Entwicklungssteine für Evoli besorgt, aber die benötige ich jetzt nicht mehr. Ich würde dir gern einen überlassen. Welchen darf es denn sein? Eine Mu und raus bist du. Eine Mu und raus bist du. Das ist ein Donnerstein, ja. So. Mission complete. Alles klar. So. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Achso, wir brauchen ja noch dieses Wortribi, nicht? Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Das klingt schon recht interessant. Noch, wir gehen erstmal ins neue Gebiet jetzt. Habe ich jetzt Bock drauf. Ich habe jetzt Bock drauf, dorthin zu gehen. So, dann gehen wir mal ins neue Gebiet. Ich will jetzt ins neue Gebiet. Ich will jetzt ins neue Gebiet. Hier dort oben einfach eine Ruine ist. Man da hoch kann? Willkommen im Kraterberg Hochland Jinx. Berge sind voller Felsen und Steine. Was? Nee. Ich hab gedacht, da sind Stöcke und Wattebäuschen. Deswegen solltest du dich wohl auf eine Vielzahl von Gesteine und Bodenpokémon gefasst machen. Und das dort hinten unter dem Riss im Zeitraumgefüge ist der Kraterberg. Ich vermute, die magnetische Kraft, die diesen Berg umgibt, wirkt sich in irgendeiner Weise auf die dort lebenden Pokémon aus. Fantastik. Magnifik. Was ist das? Ach, es ist ein Pixie. Die Stadt zeigt ein Pokémon, aber es ist nicht bekannt, von wem oder wann sie gebaut wurden. Die Frage ist, gibt es Pixie und dieses Nacktknet-Pokémon irgendwo? Oder sind das Pokémon, die es zum Beispiel hier nicht gibt? Ich glaube, wir können da hoch. Dünne Luft und steile Pfade. Ja moin. Ma. Knee. Tilo. Ja mega da drüben. Der König der Hölle sieht ein wenig anders aus als die Elektroball in meiner Erinnerung. Achso. Doch das ändert nichts daran, dass auch dieses Elektroball gefährliche Elektroschocks ausstößt. Ja, wir haben ja Stahles dabei, Digi. Das ist Botenstahl, da kann Elektroball einpacken. Oh. Du solltest dich ihm nicht unvorsichtig annähern. Es könnte sich als nützlich erweisen, Pokémon zu fangen, gegen die Elektrizität wirkungslos ist. Mein Stahlos. Ich stelle es mir ziemlich frustrierend vor, so in Rage zu geraten und die Kontrolle zu verlieren. Pokémon haben es auch nicht leicht. Ganz genau, das Leben ist hart für Menschen wie für Pokémon. Ein Wächter von Perklan, oh, und ein Niemand von der Galaktik-Expedition. Geh mir ab, Mann. Ihr wollt also den großen König der Höhle aufsuchen? Das ist doch absurd. Ich habe zwar letztens gesagt, dass das schöne Haare sind, aber nehme ich zurück. Du gehst mir auf den Sack. Du hast eine scheiß Mütze. Und bist in Hundekacke getreten, das sehe ich von hier aus. Aber ich bin ja ein gutherziger Mensch, ja, alles klar, daher will ich mal nicht so sein. Ich werde prüfen, ob ihr eine Audienz mit Elektroball würdig seid. Doch macht euch keine zu großen Hoffnungen, ich werde euch gewaltige Hindernisse in den Weg legen. Lassen Sie in Ruhe. Ohne mich. Gut, ich werde euch mal sagen, was ich denke. Das Wüten des Königs und Königinnen geschieht durch den Segen des ehrwürdigen Sinnoh. Schließlich werden sie dadurch stärker. Das ist doch etwas Gutes, oder etwa nicht? Wir müssen den König in Rage toben lassen und dann
ehrwürdigen Sinne zu zeigen, dass der Diamant-Clan den rechten Pfad beschreitet. Alles klar. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich geboren wurde. Meine Bestimmung. Wow. Was geht es überhaupt die Galaktische Expansion an, dass Elektroball in dem Berg ein paar Funken sprühen lässt? Ihr sollt besser brav nach Jubeldorf zurückkehren, wenn ihr mich fragt. Auf hoffentlich nie mal wiedersehen. Was für ein egoistischer Standpunkt. Ich würde eher sagen arrogant, aber ein Pokémon, das in Rage geraten ist, leidet selbst auch darunter. Die Entscheidung liegt bei dir, Jinx. Wie willst du weiter vorgehen? Volle Kerne zurück, gehen wir weiter. Volle Dampf voraus. Unterwegs wird es gewiss gefährlich, doch ich bleibe meinem Motto treu. Sichere Fahrt voraus. Du bist ja voll der Captain, ne? Jinx, um zu Sinboss zu gelangen, musst du die bizarre Höhle durchqueren. Bizarre Höhle. In dieser Höhle leben Pokémon wie Golbat, denen die Finsternis nichts ausmacht. Pass in der Dunkelheit gut auf dich auf. Wo du hin tust. Alles klar. Rein hier. Rein hier. Seltsam, normalerweise gibt es hier Fackeln, die Höhle erleuchten. Ist das eine der Hindernisse, von denen Tsubaki gesprochen hat? Aber keine Grund zur Besorgnis, ich kenne den Weg. Ob bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter, ich erreiche immer mein Ziel. Na dann voraus, Captain. Weißt du, ich habe vergangene Erinnerung, dass eine Partner an meiner Seite war. Der Name fällt mir nicht ein, aber ich glaube, es war ein Pokémon, das Feuer eingesetzt werden konnte. Wenn es hier wäre, könnte es den Weg schnell durch die Dunkelheit leiten. Lass uns einen kurzen Halt einlegen. Zu unserer Rechten habe ich das Elite-Pokémon X-Bat entdeckt. Normalerweise würde das dein Vorankommen sicher nicht gefährden. Doch im Dunkeln sollten wir kein Risiko eingehen. Daher schlage ich vor, dass wir unsere Strecke ändern. Bleibt euch bei mir, ich will zu Gott. Ich erinnere mich vergangen an einen Mann, der mir ähnlich sah. Ich glaube, wir haben uns oft über Pokémon unterhalten und gekämpft. Gerade ist mir etwas eingefallen, was er immer gesagt hat. Mir gefällt Siege. Bald erinnere ich mir an die letzte Station der Bezornhöhle, den Ausgang. Auch ohne Erinnerung scheint in meinem Herzen noch viel erhalten geblieben zu sein. Ab hier sollte es kein Problem mehr geben. Lass uns erst diese Fackeln zurückbringen. Sollte noch jemand versuchen, diesen Weg im Dunkeln zu beschreiten, könnte es böse enden. So, jetzt sind alle Fackeln wieder zu angezündet. Sicherheitskontrolle abgeschlossen, keine Probleme entdeckt. Die Fahrt kann weitergehen. Folgen wir dem Weg, die Fackeln weisen. Kommt man zum Ausgang der Höhle. Alles klar. Boah, ich muss mich jetzt mal ein bisschen beruhigen hier. Wo ist denn jetzt das X-Bad? Moin Zuban, was geht ab?
Verlassen. Ich habe übrigens von Professor Lehmann gehört, dass du vom Himmel herabgefallen kamst. Weißt du auch, ich fand mich auf einmal in Missouri wieder, einem Ort, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte. Ich konnte mich an nichts erinnern, außer an meinen Namen. Ich war zu fassungslos, um mich auch nur von der Stelle zu bewegen. Da kam der Perlclan mir zu Hilfe. Sie erkannten, dass ich gut in der Natur und mit Pokémon zurechtkam und ernannten mich deshalb zum Wächter. Doch ich frage mich, zu welchem Zweck ich in diese Welt gelandet bin. Ach, mein Gerede geführt doch zu nichts. Lass uns schnell weitergehen. So, aber das alles in der nächsten Folge. Da drüben sind Enterons. Ich dachte, es wären Skaraborns, aber es sind Enterons. Alles klar, dort ist ein Skaraborn. Ha! Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!